Hallo und herzlich willkommen wieder mal hier auf Mazes Clash Channel. Die heutige Episode dreht sich wirklich nur um eine Person und zwar um unseren vermutlich besten Angreifer hier im Semper Red Mess namens Smokey. Er ist momentan auf Titan 2, also ziemlich weit oben und ist gerade dabei, seine persönliche Bestmarke immer zu überbieten, denn er hat bei ein paar Pokaljagden in letzter Zeit mitgemacht, unter anderem in unserem anderen Clan Semper Virus, und deswegen zeige ich euch von ihm heute ein paar Angriffe, wie er denn seine Gegner hier oben in der Titanliga so angeht. Der allererste Angriff ist von Smokey auf Snowman aus dem Clan The Core. Der Verteidiger ist auch aus Titan 2 Liga und Smokey geht sehr häufig hier mit Go Vivi und teilweise mit Packers aus der Clanburg an den Start. Und hier haben wir eine relativ häufig gesehene Ringbase und Smokey hat es schon geschafft, in die Mitte einzudringen. Sein König ist da in die Mitte reingelaufen und da er sehr viele Hexen verwendet hat, haben auch da die Einzel-Infernos kaum eine Chance gehabt. Die Golems sind links und rechts herumgelaufen, genauso wie die Königin und ein paar Magier, die da auch dann noch ganz easy den zweiten Stern geholt haben. Da macht es auch nichts, dass der Einzel-Inferno in der Mitte dann noch ein paar Truppen von ihm wegbrennt. Rechts sehen wir noch die kleinen Golemites und noch ein paar Magier, die jetzt auch besiegt werden. Und so endet der Angriff mit soliden 58% und 2 Sternen und einem riesigen Pokalgewinn von 23. Also das hier oben zu finden, er meinte, da sucht er schon mal eine gute Stunde dafür. Dann, was auch noch sehr charakteristisch ist, sind hier die Erdbebenzauber. Und durch die Erdbebenzauber hat sich Smokey hier nicht nur einen Weg eröffnet, sondern einen riesigen Abschnitt in der Mitte, der ihm jetzt komplett offen steht. Da können sich die Hexen natürlich super entfalten. Und dieser Wutzauber trifft alle seine Truppen, sie laufen in die Mitte hinein. Die gegnerische Clanburg ist schon längst Geschichte, nur noch ein paar kleine Lava-Hündchen fliegen da rum. Ein Freeze-Zauber freest hier den gegnerischen Inferno, einen X-Bogen und einen Tesla. Und da der Einzel-Inferno jetzt dahinter steht, hat der kaum eine Chance gegen die ganzen Hexen anzukämpfen. Und Smokey hat auch schon maximierte Helden, die da ein leichtes haben, dann noch das Rathaus zu zerstören und auch noch die restlichen Prozente zu holen. Bei 45% hat er schon einen Stern und ist jetzt kurz vorm zweiten Stern. Die Hex da machen noch einen super Job. Die gegnerischen Verteidigungen haben da kaum eine Chance mehr und Smokey hat jetzt schon wieder 52%. Also diese Base hier hat sich nicht als erfolgreich herausgestellt mit dieser riesigen Öffnung in der Mitte, wo die Hexen wirklich sehr viel Platz hatten, sich auszubreiten. Und jetzt ist die Queen gerade eben down gegangen, ein paar kleine Skelette hämmern außen noch an die Max Level 11er Mauern hin und Smokey beendet hier den Angriff wieder mit einem riesigen Pokalgewinn von 35, also dafür muss er wirklich lange suchen und der Gegner war sogar auch noch ein Titan 1er. Aber es läuft nicht immer so gut. Dieser Angriff ist von Smokey auf Campo 1974 von Lowlands XL. Der hat schon des Öfteren, des Längeren nicht mehr gespielt und Smokey hat sich hier entschieden, von der Seite reinzukommen, den Sprungzauber relativ früh gesetzt, sehr viele Hexen hier von rechts, genauso wie die Magier, Pekka, König und Königin und die Golems vorneweg natürlich. Und der Freeze-Zauber verpasst hier leider den rechten Inferno, das war ein bisschen verhauen, deshalb muss er gleich noch einen zweiten hinterher setzen, damit der andere Inferno hier nicht seine ganzen Truppen wegbrutzelt. Und das wird ihm hier zum Verhängnis, denn unten herum sind die Truppen auch schon alle down. Oben ist jetzt der Einzel-Inferno wieder da und hat seinen König im Visier. Die Königin musste gezündet werden und sie schafft es gerade noch so, das Rathaus mit sich zu nehmen. Nachdem dann beide weiteren Infernos auf sie feuern, hat sie keine Chance mehr und dieser Angriff wird beendet mit 27%. Aber glücklicherweise konnte er noch diesen einen Stern mitnehmen und doch noch 8 Pokale, was in Titan 2 immer noch super ist, mitnehmen. Zu guter Letzt habe ich noch eine Verteidigung von ihm mit einer Base, die er jetzt erst kürzlich, glaube ich, gebaut hat. Der Angreifer ist Love von Korea Gold aus Titan 1 und er fängt ganz
interessant, hier rechts unten erstmal an, mit ein paar Mauernbrechern die Wege zu öffnen. Denn er hat, ich glaube, vier oder fünf Golems dabei. Zwei Golems setzt er in der Mitte und ein paar Magier hinterher. Die anderen Golems kommen außen. Die Clanburg wird gezogen. Und mit drei Sprungzaubern, die er dabei hat, wird er nun den Weg in die Mitte hinein eröffnen, wie ihr hier seht. Einer links am Eck, einer rechts oben am Eck und einer in der Mitte. Jeweils ein paar Magier außen herum und in der Mitte König und Königin mit rein. Auch Level 40er Helden. Und ein Wutzauber in der Mitte beschleunigt dann alle. Die Golems sind jetzt oder springen gerade eben rein. Ein Freeze-Zauber, der freest hier den gegnerischen Inferno. Die Golems laufen links herum, rechts oben ist kaum mehr jemand. Die Königin feuert hier noch auf den Inferno, aber es ist kein Zauber mehr übrig, um den anderen Inferno zu stoppen, der sich jetzt über die Golems hermacht. Und die Königin feuert hier jetzt auf das Rathaus von Smoky. Und es ist wirklich auch wieder ein Rennen um die Zeit. Sie schafft es gerade so, das Rathaus mitzunehmen, wird dann aber anschließend von Teslas X-Bogen und Kanonen übermannt. Jetzt bleiben noch ein paar Magier übrig. Unten noch ein paar Bogis, die das Elixierlager hier snipen. Oben ist das Elixierlager nur ganz, ganz knapp nicht gefallen. Das waren vielleicht ein paar wenige Prozent. Und noch ein paar Mauerbrecher, um den Weg aufzumachen. Es sind noch vielleicht 10 Lebenspunkte. Und der Mörser schafft es hier noch, die Bogis kurz bevor sie den zweiten Stern holen, noch auszuschalten. Glück gehabt hier. Wirklich sehr, sehr knapper Angriff. Drei Pokis gehen hier nur verloren. Glück oben für Smoky. So, das war's schon wieder aus von der Episode. Ich hoffe mal, dass ich noch mehr Angriffe und Verteidigungen hier oben von der Titanenliga für euch bringen kann. Ich werde auch vermutlich mal demnächst rüberspringen zu Sempervirus und bei denen mal auf die Finger schauen. Und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne mein Update-Video hier anschauen, in dem die neuesten Informationen zu dem kommenden Update für Clash of Clans thematisiert werden. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf Mazes Clash Channel.